Ja, grüß Gott, Herr Andreas Leiter-Reber. Danke, dass Sie Zeit für uns haben, für Sitter aktuell. Und ich möchte heute mit Ihnen ein paar Dinge ansprechen, was uns ja wichtig sein, weil aktuell sind viele Probleme da in Südtirol. Und da möchten wir eben die Meinung von den freiheitlichen Herren. Immer gerne. Sie haben eine Landtagsumfrage gestellt zum Thema der COVID-Broschüre, COVID und Conny. Und da haben Sie einige Kritik gehabt, weil es wäre asozial, was da vermittelt wird, sozusagen in die Kinder. Und da haben Sie eine Antwort gekriegt. Seien Sie da zufrieden mit der Antwort von der Landesregierung? Ja, die Antworten der Südtiroler Landesregierung auf die Anfragen der Opposition sind durchwachsen. Das heißt, man bekommt von einigen Landesräten durchwegs seriöse Antworten. Hier war es natürlich eine recht kurze, knappe Antwort, aber es geht ja um die eigentliche Botschaft, was bei der Broschüre war. Es war ja so, dass dort auch Elemente drinnen waren, Bilder, die den Kindern ja vermitteln sollten, den Abstand zu wahren und die Covid-Maßnahmen und Covid-Regeln einzuhalten. Und da waren ein paar, die wirklich pädagogisch völlig deplatziert waren. Und der Grund der Anfrage ist ja der, denn ich würde es ja verstehen, wenn das irgendwo irgendeine Schule oder eine Lehrperson in Eigenregie machen würde, aber dass das Land Südtirol, nachdem sie letztes Jahr schon diese Broschüre, diese sogenannte Islam-Broschüre rausgegeben hat, wo sie völlig daneben gegriffen hat, wo sich der Schullandesrat sofort distanziert hat, heuer wieder den gleichen Fehler machen und solche Broschüren rauslassen, die einfach viel zu wenig geprüft sind, zudem noch einen Haufen Geld kosten. Also ich glaube, dass man hier professioneller arbeiten muss. Und dann die Broschüre wurde ja auch nicht zurückgezogen. Nein, die wurde nicht zurückgezogen. Die waren ja schon gedruckt. Wir sind ja auch erst dann darauf gekommen, als uns betroffene Eltern dann informiert haben, die diese Broschüren über ihre Kinder eben dann bekommen haben. Ich persönlich kann nur sagen, an allen Schulen ist sie nicht verteilt worden. Das ist schon mal gut. Umso besser. Kommen wir zur aktuellen Corona-Lage in Südtirol. Seit heute gibt es viele Beschränkungen, auch in der Wirtschaft. Ausgangssperre nur als i-Tüpfelchen drauf, möchte ich sagen. Die Bars werden um 20 Uhr geschlossen, die Restaurants um 22 Uhr. Einkaufszentren Samstag, Sonntag ist auch zu. Was bedeutet das für die Wirtschaft jetzt hier in Südtirol? Ja, ist natürlich eine Katastrophe, nicht nur für die Wirtschaft, sondern was ist denn im Vordergrund? Im Vordergrund steht, wir haben die Infektionszahlen sind wieder rapide angestiegen und das Problem wären ja nicht nur der Anstieg der Infektionszahlen, sondern eben die Überlastung unseres Gesundheitssystems. Und wenn wir hören, dass aus den Krankenhäusern und den Altenheimen wieder die Menschen, also die Mitarbeiter dort wahnsinnig unter Druck sind, dann ist es natürlich notwendig, dass wir jetzt auch Maßnahmen ergreifen, aber man muss schon eines sagen, wir haben in den letzten Monaten so getan, als gäbe es das Virus nicht mehr, als wäre es weg und wir haben alle gewusst im Frühjahr, nach der ersten Welle, die ja völlig überraschend gekommen ist, wir haben gewusst, dass es im Sommer besser gehen wird und im Herbst, Winter, wenn die Temperaturen kühler werden und die allgemeine Grippesaison ansetzt, dass wir da wieder mit einer verstärkten Ausbreitung zu kämpfen haben werden. Aber wir haben in den letzten Wochen uns wirklich nicht daran gehalten, das muss man auch sagen. Also mir und uns Freiheitlichen ist es ja immer wichtig, dass wir die Wirtschaft so gut es geht laufen lassen. Dass wir nicht wieder einen nächsten Lockdown haben, denn den werden wir uns nicht leisten können. Wir werden es uns auch nicht leisten können, die Wirtschaft völlig an die Wand zu fahren. Und das wird dann auch unser Gesundheitssystem danach zu spüren bekommen, denn wer soll die Sause am Ende bezahlen im nächstes Jahr und übernächstes Jahr, wenn die Wirtschaft komplett zum Stillstand kommt. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt immer noch Arbeitnehmer, die warten noch auf den Lohnausgleich vom März, den sie bis heute nicht erhalten haben. Und jetzt haben wir die nächsten Einschränkungen, die sozusagen wieder neue Arbeitsplätze kosten werden. Und man darf nicht hergehen und jetzt aufrechnen, wie viel Tote, wie viel Arbeitsplätze, sondern wenn wir mit genügend Selbstdisziplin, dass wir einfach sagen, wir halten den Abstand, denn ich finde, den Abstand und die Verminderung der sozialen Kontakte ist das Um und Auf. Das muss uns gelingen, dass wir mit Corona leben, dass wir sagen, wir schützen die Risikogruppen, wir versuchen verzichtbare Sachen wirklich auch einzuschränken und beiseite zu lassen, aber dass wir das Leben, das heißt die Arbeit, die Wirtschaft, die Bildung laufen lassen können. Befürchten Sie da, dass es Unruhen in der Gesellschaft gibt?
wenn jetzt zum Beispiel ein Lockdown kommen würde. Ja, Ingwer-Gesellschaft ist ein großer Begriff in Südtirol, glaube ich nicht. Der Südtiroler generell, zu meinem Bedauern muss ich sagen, wehrt sich manchmal viel zu wenig. Jetzt nicht nur auf diese Sache bezogen, sondern im Allgemeinen. Mhm. Haben Sie schon einmal gesehen, dass die Südtiroler groß auf die Straße gegangen sind, wenn irgendwelche politischen Entscheidungen getroffen worden sind, die bar jeder Realität sind? Nein, das haben wir. Wir sind nicht unbedingt ein Demonstrationsvolk, glaube ich. Wir sind relativ obrigkeitshörig. Aber wie kann man sich denn dagegen wehren? Also es werden sicherlich viele Arbeitslose jetzt produziert durch einen nächsten Lockdown. Ja, es hilft jetzt ja auch nichts. Im konkreten Fall jetzt aus der Pandemie rauszukommen, liegt es bei jedem Einzelnen. Und das heißt, dass ich meine sozialen Kontakte so gut es geht einschränke. Mich wundert es auch manchmal, wenn ich vor allem in den sozialen Medien, die am größten zum Beispiel auch gegen die Maskenpflicht eintreten, die durchaus zu diskutieren ist, also da bin ich völlig offen. Aber man darf nicht vergessen, es sind die Krankenpflegerinnen und Pfleger, es sind die Leute in den Seniorenheimen, die dort arbeiten, die tagtäglich und ganztäglich die Maske aufhaben. Im normalen Betrieb, die Privatperson, die muss die Maske ja nur aufsetzen, wenn sie ins Lokal oder ins Geschäft geht, um dort einzukaufen. Die hat sie ja nicht 24 Stunden auf. Also man muss da schon ein bisschen differenzieren. Aber auch wenn das, ich habe sie ja im Vorgespräch auch gehört, dass sie da durchaus auch skeptisch sind bei den Masken, da muss ich sagen, wir wissen es nicht zu 100%, wie viel sie bewirkt. Wir wissen auch nicht, ob sie in dem Ausmaß schützt oder nicht, aber solange Hoffnung besteht, dass sie hilft, dann setze ich mir die Maske die 10 Minuten auf, wo ich halt in den Supermarkt hineingehe, meine drei Brote zu kaufen. Danke. Für die anderen, die natürlich von Berufswegen dazu verpflichtet sind, ganztägig oder länger die Maske aufzusetzen, für die ist was anderes, aber interessanterweise von der Sparte hört man ja eigentlich am wenigsten Kritik. Die sind froh, wenn sich die Leute daran halten, um den Druck einfach von den Krankenhäusern herauszunehmen. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht und ich glaube, die Maske ist das kleinste Problem, was wir momentan jetzt auch haben, was auf uns zukommen wird. Weil Sie die Krankenpflege angesprochen haben, wie kann es denn dazu kommen, dass sich gerade im Sanitätssektor Leute anstecken? Gibt es da zu wenig Schutzmaßnahmen? Oder ich bin kein Virologe, aber wir können uns überall und bei jedem anstecken. Egal, ob das jetzt der Kollege Krankenpfleger ist, mein Kollege Landtagsabgeordneter, Ihr Kollege Journalist. Wir können uns alle gegenseitig anstecken. Wir alle sind potenzielle Überträger und auch Träger. Was aber dahinter steckt, wir haben jetzt wieder natürlich die Leute, die, so, man sagt ja immer, an der Front stehen in den Krankenhäusern und in den Heimen. Aber mich überrascht es einfach, wenn wir uns jetzt anschauen, wir hatten die Erfahrungen aus dem Frühjahr, wir haben dann einen relativ ruhigen, zum Glück ruhigen Sommer gehabt und ich habe mir wirklich erwartet, dass hier die Landesregierung und auch die Landesverwaltungen, Sanitätsbetriebe an erster Stelle, aber auch die anderen, hier sich genügend vorbereiten, denn wir wussten, was wussten wir denn im Frühjahr? Wir wussten nur, dass die älteren Menschen, die Senioren zur Risikogruppe zählen, das haben wir von Anfang an gewusst. Und wir wussten, es wird eine zweite Welle oder eine dritte Welle eben in den Wintermonaten wieder kommen. Und es hat wirklich den Anschein, als hätte sich Südtirol viel zu wenig vorbereitet, denn das Management, ich habe jetzt täglich Anrufe von zig Personen, die einen positiven Schnelltest haben, die dann lange darauf warten, den PCR, die gehen dann in Quarantäne, die ganze Familie mit, die dann viel zu lange warten, einen PCR-Test zu bekommen, dann die Ergebnisse zu erhalten und es wird dann teilweise verlängert, weil das Ergebnis noch nicht hier ist. Das heißt, die leben mit der Unsicherheit, sind sie überhaupt positiv oder nicht. Der enge Familienkreis ist in Quarantäne, aber der Witz ist zum Beispiel, wenn es jetzt einen Schüler betrifft, die ganze Schulklasse und die Lehrer machen ja trotzdem gleich weiter, weil man ja kein definitives Ergebnis hat. Da passt es nicht zusammen. Und die Hotline, die Corona-Hotlines, die sind über Tage ausgebucht oder nicht erreichbar. Also die Leute rufen an, bekommen keine Informationen. Ich habe sogar Informationen, dass sogar ein Schuldirektor, der einen Fall hat in der Schule und fragen wollte, wie ist denn jetzt der Ablauf beim Sanitätsbetrieb, über Tage keine Auskunft erhalten hat, wie sie das vor Ort jetzt koordinieren und handhaben sollen. Und ich bin wirklich davon ausgegangen, dass bevor
die Schule im Herbst losgegangen ist, dass man da wirklich die Abläufe auch für jede Schule ganz klar da hat. Was ist, wenn ich einen Schüler habe? Wie ist mein Notfallplan? Wie ist mein Managementplan? Was ist, wenn ich einen betroffenen Lehrer habe, der in mehreren Klassen drinnen ist? Also diese Informationen, ich denke, die wird es ja geben, diese Pläne, aber das müssten auch die Organisationen, in dem Fall die Schulen, auch vor Ort haben. Liegt das jetzt an der Regierung in Rom oder liegt das an der Regierung in Bozen? Das ist ausgemacht und wir haben ja jetzt seit Wochen schon den Untersuchungsausschuss laufen bezüglich dem ersten Ankauf der Schutzmasken. Ich möchte jetzt nicht auf die Inhalte zu diesem Thema näher eingehen, aber was bei diesen zahlreichen Anhörungen rausgekommen ist, die Leute, die uns berichten, sei es Primare, sei es Schwestern, sei es Leute aus der Verwaltung im Sanitätsbetrieb, man hat wirklich erkannt, dass hier sehr oft die eine Hand nicht weiß, was die andere tut, dass es eine schlechte Kommunikation intern gibt, dass hier wirklich Nachholbedarf ist und ich muss auch sagen, der Landesrat hat hier, es scheint so, als wäre das wirklich in den letzten Jahren so ausgeachtet, auch von der Kompetenzaufteilung, dass man kaum noch einen Durchblick hat. Die Leute selbst, die Funktionäre selbst haben oft kaum den Durchblick, was ist jetzt meine Aufgabe, wer ist zuständig. Mhm. Zum Beispiel haben wir als Dings gehört, dass die eingerichtete Taskforce, dass bestimmte Spitzenfunktionäre im Sanitätsbetrieb aus der Zeitung lesen mussten, wer überhaupt die Taskforce ist, was für Aufgaben sie hat. Also das ist das, was mich einfach ärgert, denn ich bin der Erste, der Eigenverantwortung und Disziplin von den Bürgern und von jedem Einzelnen verlangt. Das ist ein urfreiheitlicher Gedanke und jetzt sagt ja auch der Landeshauptmann immer wieder, die appelliert an die Eigenverantwortung der Menschen und der Bürgerinnen und Bürger in diesem Land, aber Eigenverantwortung muss auch die Landesverwaltung und die Landesregierung beweisen und dazu gehört eben, dass ich mich vorbereite, dass ich ordentlich kommuniziere und dass ich auch diese Sicherheit mitgebe, den Rahmen schaffen, die Entscheidungen werden nicht immer die richtigen sein. Das war im Frühjahr, wo es uns überrascht hat, da verzeihe ich auch, wenn jemand einmal einen Fehler macht. Aber jetzt, wo wir die Erfahrungen mitgenommen haben und gemacht haben, jetzt müssen wir einfach beweisen, dass wir es drauf haben und das scheint nicht der Fall zu sein. Also kann man sagen, die Landesregierung ist mitverantwortlich, dass sich die Pandemie weiter ausbreiten konnte in Südtirol? Nein, mitverantwortlich in dem Sinne, sie ist vor allem verantwortlich für die chaotischen Zustände, die herrschen in den letzten zwei Wochen zum Beispiel, wo Leute, die positiv waren, die einen Schnelltest gemacht haben, keine Informationen bekommen haben, dass Funktionäre der öffentlichen Verwaltung keine Anleitungen sofort bekommen, was tue ich, wenn ich den Fall da habe. Das ist für mich ein Chaoszustand, der sofort behoben werden muss. Und mich wundert es einfach, also ich bin da wirklich perplex. Dann haben wir heute diese neue Eigenerklärung bekommen, erstmal nur wieder auf Italienisch. Das ist auch sicherlich ein großer Kritikpunkt von den Freiheitlichen. Warum ist da nicht eine deutsche Eigenerklärung auch sofort publiziert worden? Ja, jetzt muss man mal dazu sagen, nicht nur, es betrifft ja nicht die Eigenerklärung, sondern allgemein die Zweisprachigkeit, das Recht in meiner Muttersprache die Informationen zu bekommen, ist leider nicht so, wie es auf Papier und wie es uns als autonomes Recht zustehen würde. Nur ob, zumindest war es halt im März und im April so, dass man abends die Eigenerklärung in italienischer Sprache bekommen hat und einen Tag oder eineinhalb Tag später dann in deutscher Sprache, ist natürlich ein Unding, das gehört zugleich zu machen, aber das wird jetzt die Ausbreitung des Virus auch nicht verlangsamen oder beschleunigen. Also, aber das ist ein Dauerthema in Südtirol. Das betrifft jetzt halt die Eigenerklärung, aber viele andere Sachen auch. Interessanterweise, wenn es um Beiträge geht oder den Staatsbonus geht, da hat der ein oder andere weniger Probleme, wenn es nur in italienischer Sprache ist. Das spricht schon auch ein bisschen für sich, aber es täte uns gut, dem ganzen Land, wenn wir die Zweisprachigkeit mehr achten, mehr einfordern und das liegt auch an uns selber. Das liegt auch an uns selber, wenn wir auch im Gespräch mit den Behörden und so weiter. Und ich bin sehr froh, dass wir Freiheitliche haben ja vor einigen Monaten hier einen Beschlussantrag im Landtag eingebracht, der angenommen wurde, ist die Einrichtung einer Sprachstelle.
dass die Katalanen, die Schotten und auch andere Minderheiten und mehrsprachige Regionen haben das bereits. Das heißt, ein Landesamt, eine Abteilung in den Landesämtern, die nur dafür zuständig ist, proaktiv diese Sachen zu kontrollieren. Das heißt, zu prüfen, haben wir alle Dokumente, alle Ansuchen, alle Formulare in beiden Sprachen, alles, was die öffentliche Verwaltung immer anbelangt, und nicht, dass der Bürger erst anrufen muss, hallo, ich habe hier nur ein einsprachiges Formular, sondern dass das eben vorab schon proaktiv gemacht wird. Zurzeit liegt ja die Ahndung, sage ich einmal, der Verletzung der Zweisprachigkeit beim Regierungskommissär. Und da tut sich auch herzlich wenig, und es kann nicht sein, dass jeder Bürger selbst muss sich dann kümmern muss und dann sozusagen diese Kritik anbringen muss. Das muss vom Land garantiert werden, und so viel muss uns unsere Autonomie wert sein, dass wir hier auch 2-3 Mitarbeiter haben, die alle öffentlichen Einrichtungen und auch die staatlichen Einrichtungen, die ihren Sitz in Südtirol haben, wo wir auch natürlich nicht auskommen und keine eigene Funktion haben, zum Beispiel IMSS, E-Mail und so weiter, ja, dass wir hier auch eine klare zweisprachige Kommunikation haben. Aber kommen wir zu der Eigenerklärung nochmal zurück. Für mich ist es schon eher eine Provokation, weil man könnte erwarten, bis die deutsche auch sozusagen verfasst ist, und dann gibt man die erst. Ja, meine größere Sorge ist, dass uns wieder Sorge, dass wir alle 2-3 Tage eine neue Eigenerklärung mit haben müssen, dass man immer Angst haben muss, dass man noch die alte, die abgelaufene Eigenerklärung hat. Also ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Und auch, ich habe ein grundsätzliches Problem auch mit dieser Ausgangssperre von 23 bis, Uhr bis 5 Uhr in der Früh. Wenn wir auf der einen Seite appellieren wir an die Eigenverantwortung, wo wir sagen, Abstand halten, schaut, dass die sozialen Kontakte so gut es geht, soweit verzichtbar vermieden werden. Aber wenn ich die Abstände einhalte, wenn ich mich an diese Schutzmaßnahmen halte und ich meine Eigenverantwortung wahrnehme, dann mache ich das nicht nur um 10 Uhr, dann mache ich das um 23 Uhr und auch um 0 Uhr und wenn es sein muss, auch um 2 Uhr in der Früh. Glauben Sie, es entsteht eher eine Trotzreaktion, dass die Leute sich danach... Nein, ich weiß nicht, welche Reaktion entsteht. Ich kann jetzt nur für mich auch sprechen. Mhm. Ich finde das wirklich eine Bevormundung, ein Eingriff in unsere persönliche Freiheit. Glauben Sie mir, zwischen 23 Uhr und 5 Uhr bin ich in der Regel auch im Bett, weil ich müde bin von der Arbeit. Aber schon nur, dass diese Regel besteht, dass ich hier diese Einschränkungen habe, das passt für mich nicht zusammen zur restlichen Eigenverantwortung, die angefordert wird. Kommen wir zu einem anderen Thema, was Sie auch sehr beschäftigt als Freiheitliche, die Sicherheit hier in Südtirol für die Bürger. Und da ist die Uli Meier auch sehr aktiv im Posten. Da postet sie ab und zu wieder Videos auch. Ja, Sie müssen wissen, sie wohnt direkt am Bahnhofsmarkt, also von ihrer Hotspot sozusagen, vor ihrer Terrasse spielen sich tagtäglich die gleichen Szenen ab, die wenig an die Südtiroler Landeshauptstadt erinnern, sondern wirklich an die finstersten Ecken so mancher Großstadt. Das wird für viele Südtiroler vielleicht gar nicht verständlich sein, denn wir werden im Mattelltal oder im hintersten Passaiertal haben sie diese Probleme in der Regel nicht. Aber wer in Bozen, wer dort zuständig ist und dort auch öfters ist, der kann ein Lied davon singen. Und hier sieht man einmal, dass auch die Politik, und wenn wir uns an den Gemeinderatswahlkampf in Bozen erinnern, wo alle wieder versprochen haben, sie werden für mehr Sicherheit sorgen und sie wollen hier endlich konsequent vorgehen, dass hier sich nicht viel geändert hat. Ein Grundproblem liegt sicher darin, dass wir als Europa, als unteritalienischer Staat auch nicht imstande ist, und wir alle nicht imstande sind, die Außengrenzen zu sichern. Das ist schon mal ein Problem. Wir haben immer gesagt, wir brauchen, wenn, dann eine kontrollierte Einwanderung in den Arbeitsmarkt. Wer Arbeit hat, wer hier tätig ist und sich eine Zukunft in Südtirol aufbauen möchte, der haust auch nicht im Bozner Bahnhof Park. Die Leute können manchmal selber nichts dafür, aber es entwickelt sich hier ja eine ganz eine eigene Szene, und
viele verschließen die Augen davor, auch die staatlichen Ordnungskräfte, die teilweise wenig Handhabe haben, die oft einmal sagen, ja, dann nehme ich halt eine mit und noch ein paar Stunden muss ich ihn eh wieder gehen lassen, am nächsten Tag mit dem gleichen Verbrechen, ob es jetzt Gewalt ist mit offenen Glasflaschen, mit Messern, ob es Drogendelikte sind und so weiter. Und das kann es einfach nicht sein. Das Problem ist, dass ja heute viele Leute sich abends nicht mehr getrauen, einfach auf die Straße. Jetzt wird es ja zum Glück, ironisch gesagt, jetzt wird es zum Glück ja eh verboten, dass man abends unterwegs ist, aber die Leute getrauen sich ja nicht mehr da unten durch. Und mir tut's, ich finde es schade, dass eben im restlichen Südtirol, in den ländlichen Gebieten hier manchmal wenig Verständnis ist für die Situationen, sei es in Bozen, aber auch in anderen größeren Gemeinden in Südtirol. Kommen wir nochmal zurück zur Corona-Problematik. Da gibt es natürlich dann ja auch wieder soziale Probleme jetzt in der Gesellschaft. Hat die Landesregierung da Vorbereitungen getroffen, also dass zum Beispiel Hilfszahlungen schneller funktionieren werden, weil man hätte davon ausgehen können, dass im Herbst, Winter es wahrscheinlich wieder zu sozialen Problemen kommt? Ja, soziale Probleme sind vielfältig. Ein soziales Problem, das meiner Meinung nach viel zu wenig angesprochen ist, das sind die eingeschränkten Kontakte, vor allem für die Jugend, wo ich mich schon manchmal frage, genau jene, die jetzt 14, 15, 16, 17 Jahre alt sind, für die natürlich ein Jahr manchmal viel länger dauert als für sie und ich, die schon ein bisschen älter sind, dass die hier wirklich auch darunter leiden und vielleicht auch psychisch Probleme haben oder sich nicht so entwickeln und entfalten können, wie es normal Jugendliche machen würden, zum einen. Aber wenn Sie die Sozialhilfen und Beiträge ansprechen, dann haben wir hier auch ein Chaos. Zum Beispiel hat es ja ein zweites Mal ein Kindergeld gegeben, jetzt im Herbst, sodass auch Familien ansuchen könnten, wo ich grundsätzlich stark dafür bin, denn aufgrund der Maßnahmen sind ja die Familien besonders betroffen, auch finanziell betroffen. Das heißt, der Urlaub ist aufgebraucht, Leute müssen zu Hause bleiben, die Schulen, die im Frühjahr geschlossen waren und so weiter. Und bei diesem Kindergeld ist es jetzt so, dass wir unterschiedliche Auskünfte in den Bezirken haben. Ich habe Leute, die haben das Kindergeld bekommen, weil sie bei einem Bezirk waren, hier in Burggrafenland zum Beispiel, während in anderen Bezirken Menschen mit den gleichen Voraussetzungen das Geld nicht bekommen haben, weil die Kriterien unterschiedlich angewandt werden oder nicht verständlich genug transportiert wurden bei der Beamtenschaft. Also auch das sind Sachen, wo ich einfach sage, das kann es nicht sein. Wenn wir schon ein Angebot haben, dann muss das auch überall gleich gelten. Aber es sind genügend andere Sachen, was gerade Familien anbelangt und vor allem jene Familien, wo ich arbeite, also ich sage es einmal, das sind die Mittelstandsfamilien, wo beide Elternteile arbeiten gehen, und wir haben jetzt einen Beschlussantrag auch, den wir einbringen werden, der genau darauf abzielt und jetzt unabhängig von Corona, um die Familien in unserem Land zu stärken, wo wir schauen können, was haben wir für Möglichkeiten, um denen zu helfen. Wir brauchen, erstens brauchen wir Kinder als Gesellschaft und auch um die Fackeln in der Wirtschaft, aber auch generell weiterzutragen, und deswegen ist es wichtig, dass wir hier auch ansetzen und diese Familien fördern und entlasten, denn es ist halt sehr oft in der Praxis so, dass sich Leute sagen, ich lasse es bei einem oder zwei Kindern maximal bleiben, ein drittes können wir uns nicht leisten. Und ich finde das einfach traurig, dass ein Kind heute zu einem Luxusprodukt geworden ist und nicht zu einem Geschenk, wo wir auch sagen, wir als Gesellschaft stützen, fördern und akzeptieren das und helfen euch weiter. Aber zu den sozialen und Wirtschaftshilfen der Landesregierung, gibt es da Vorbereitungen, haben Sie etwas gehört? Also wir bekommen von der Landesregierung wahrscheinlich gleich viel mit wie Sie als Vertreter der Medien, und das ist ja auch so ein Unding, wo ich sagen muss, es darf nicht so weit wieder kommen, dass die komplette Demokratie ausgehebelt wird. Wir werden, also ich möchte nicht, dass wir wieder jeden Tag um 4:30 warten müssen, bis der Landeshauptmann erscheint, zur täglichen Pressekonferenz und uns verkündet, das, was vielleicht Conte am Abend zuvor in Rom beschlossen hat. Also das kann es nicht sein. Also wir müssen auch in der Politik die Diskussion zulassen. Die Institution Landtag muss gewahrt bleiben und auch
es muss die Ausgewogenheit auch der Meinungen Platz haben. Und ich verstehe, dass man das eine oder andere schnell entscheiden muss. Aber gerade grundlegende Dinge, glaube ich, gehören im Landtag diskutiert. Und das muss eine Landesregierung auch aushalten, dass man sie prüft und dass man sie auch kritisiert, wo man sagt, hier ist zu verbessern, dort ist zu verbessern. Und das tun wir ja nicht, weil wir ein persönliches Problem mit dem Landeshauptmann oder mit der Waltrat Dek haben, sondern weil wir möchten, dass es besser läuft für die einzelnen Betriebe, vor allem im sozialen Bereich, was jetzt die Landesrätin Dek anbelangt, aber beim Landeshauptmann vor allem, wie schaffen wir es, dass Südtirol über die Runden kommt und so gut wie möglich durch diese Krise kommt. Und ich hatte wirklich die Hoffnung, und vielleicht gelingt es uns jetzt noch, wenn wir im November mit der Eigenverantwortung der einzelnen Person, dass wir eine schwache Wintersaison machen können. Und da denke ich nicht nur an den Tourismus, sondern stellen Sie sich vor, wenn wirklich alle Skigebiete zubleiben heuer, unsere Familien und alle Südtirolerinnen und Südtiroler, was machen die den ganzen Winter über? Sperren wir uns alle zu Hause ein? Ich glaube, das Gesündeste ist doch die frische Luft, und da gehört auch im Winter eben das Skifahren und das Rollen dazu, dass wir hier auch wenigstens auf Sparflamme aber einen Betrieb aufrechterhalten können. Denn sonst, glaube ich, sind die Auswirkungen, auch die seelischen, irgendwann nehmen die dann auch ein Ausmaß an, die nicht besonders förderlich sind. Es ist ja jetzt schon durch das Aufschieben der ganzen Untersuchungen und Operationen, ich habe da erst eine Anfrage eingereicht, mit welchen Zahlen der Südtiroler Sanitätsbetrieb nämlich rechnet. Wir haben diesen tragischen Fall alle mitbekommen von diesem kleinen Mädchen, das in Padova nicht operiert werden konnte. Das ist aber die Spitze des Eisbergs. Es gibt ja sehr, sehr viele andere, die keine Vorsorgeuntersuchung machen konnten. Viele Krebspatienten, auch die nicht zur Untersuchung gegangen sind oder vor allem die Operationen verschoben und ausgelagert worden sind. Und ich habe erst kürzlich einen Bericht der WHO gelesen, die ganz klar sagt, aufgrund der ganzen aufgeschobenen Operationen und Termine rechnet sie in den nächsten 10 Jahren mit einer Verdopplung der Krebspatienten und somit auch jener Menschen, die an Krebs sterben werden. Und ich finde das ganz tragisch, das sind die offiziellen Zahlen der WHO, und ich nehme an, was die WHO für die Welt berechnet, wird umgerechnet in einer ähnlichen Form auch für Südtirol zutreffen, wenn wir uns das runterrechnen. Und ich bin da schon gespannt auch auf die Antwort der Südtiroler Landesregierung auf diese Anfrage. Aber wie gesagt, wir werden hier, wir können es uns nicht leisten, alles andere Corona unterzuordnen, sondern wir müssen mit Vernunft versuchen, mit diesem Virus umzugehen, denn er wird uns erhalten bleiben. Wir werden nicht von heute auf morgen, der Virus wird nicht von heute auf morgen verschwinden. Deswegen Eigenverantwortung, Abstand einhalten, alles, auf das wir verzichten können, was nicht notwendig ist, verzichten. Aber wie gesagt, die Arbeit, die Schule, die Bildung, die muss weiterlaufen. Ich finde, Sie hatten sehr gute Argumente. Jetzt habe ich noch eine allerletzte Frage, weil ich war erst vor ein paar Tagen bei der Südtiroler Freiheit zu Gast. Was ist denn eigentlich der Hauptunterschied zu dem Freiheitlichen und der Südtiroler Freiheit? Ah, da gibt es so einige. Zwei... Weil wegen der Namensgleichheit. Ja, weil es so ähnlich klingt. Ja, ich glaube, wir haben einfach einen viel liberaleren Ansatz in bestimmten Bereichen. Unser Hauptaugenmerk liegt nicht darauf, dass wir irgendwo das einsprachige Tafele finden und ein Los von Rom fordern, das entweder einen großen Teil der Bevölkerung ausschließt, sondern wir sind immer jene, die sagen, wir Südtiroler müssen schauen, das Beste aus unserem Land zu machen. Und wenn ich von wir Südtirolern spreche, dann meine ich alle drei Volksgruppen, die hier leben, die mittlerweile seit heuer haben wir 100 Jahre, dass wir bei Italien sind. Ich finde es nach wie vor ein Unrecht, aber ich finde, dass wir in diesen 100 Jahren auch eine eigene Identität beziehungsweise ein eigenes Narrativ auch als Land bekommen haben, wo wir sagen, mehr Eigenständigkeit und selbst zu verwalten und so weiter. Und ich lade deshalb eben als deutschsprachiger, die ladinisch und italienischsprachigen ein, und ich hoffe, dass das die anderen Vertreter von den anderen beiden Volksgruppen auch erkennen, dass wir gemeinsam viel mehr Chancen hätten, aus diesem Land wirklich ein tolles Vorzeigeprojekt
in Europa zu machen. Und ich glaube, es täte uns allen gut, sei es wirtschaftlich, aber vor allem auch dem Zusammenleben der drei Volksgruppen gut. Das ist einmal einer der wesentlichen Unterschiede. Und ich glaube, auch von der Themenbreite, die wir abdecken, sind wir einfach anders aufgestellt. Vielen Dank, Andreas Leiter-Reher, für dieses Interview. Gerne.